Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 mit der Dynastie der Geroldonen, mit Gerold den Dritten von Bern. Und wir werden direkt weitermachen. In der letzten Folge sind einige Revolten ja beendet worden. Eine ganz große auf jeden Fall. Da haben sich dann einzelne Herzogtümer aus dem Westfränkischen Reich abgespalten, sage ich mal. Unter anderem die Hochburgund, Provence, Gascogne und Anjou. Und auch hier Lothringen zum Beispiel. Da sind wir schon mal gespannt, was da alles noch passieren wird. Wir helfen gerade unserem westfränkischen Herrscher hier als Befehlshaber, diese Belagerung der feindlichen Revolte wieder aufzulösen. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen können. Ich denke aber schon. So. Und es gibt momentan einige Kriege, wie wir hier sehen, wo wir uns aber nicht wirklich direkt beteiligen können, weil wir relativ wenig Chancen haben, da was zu machen. Außerdem haben wir ja noch eigene Pläne, denn wir machen ja, also wir versuchen ja einen Anspruch hier auf Neuchâtel. Neuchâtel zu fingieren, um später dann eben einen Anspruch hier auf das Herzogtum Hochburgund zu bekommen. Haben ja einige starke Verbündete. Ansprüche haben wir jetzt momentan ja auf Blauen, Westfranken und Brno, aber immer für andere Charaktere, außer hier vielleicht die Unabhängigkeit, aber nee. Wir sind unserem König erstmal treu ergeben. Haben wir auch eine große Stellung, deswegen, also eine hohe Stellung. Wir sind ja sowohl Marschall als auch Befehlshaber. Oh, es gibt wieder eine Revolte. Diesmal Juge, der Thronräuber. Der hier auf den Thron möchte. Da kann man gespannt sein, ob wir das alles schaffen werden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir können halt eben wirklich nicht viel beitragen. Wir können da jetzt eher mehr beobachten als etwas tun. Da sind wir auch ganz pragmatisch. Also falls wir eine Gelegenheit haben, unsere Ziele durchzusetzen, werden wir das natürlich tun. Aber so erstmal werden wir nur Armeen befehligen. Okay, die zweite polnische Eroberung von Pressburg ist vorüber. Khan Jelik von Awaren hat verloren. Okay. Weil Bayern ist ja auch unabhängig. Hier die Belagerung läuft relativ gut. Wir befreien hier diese einzelnen Besitztümer hier, die Baronien und die Stadt. Aber allgemein sieht es halt nicht gut aus hier bei den Revolten. Was wollte er nochmal? Ja, er wollte den König von Mittleres Frankenreich hier auf den Thron setzen. Das dürfen die hier sein. Ah nein, das ist der Waldenserische Aufstand. Genau, das sind die hier. Die haben minus 13%, also 13% haben die schon. Hier sieht es ein bisschen enger aus. Hier sind wir im Krieg wegen den König von Serbien. Da sind wir ja beigetreten, weil wir ja auch da verbunden sind. Aber gut, hier haben wir ein Ereignis. Ich denke so langsam, Prinzessin Bogner könnte ein Auge auf mich geworfen haben. Okay, unsere Schwiegertochter. Wir sind lüstern, aber gleichzeitig schüchtern. Okay, das ist jetzt halt natürlich doch ein bisschen widersprüchlich. Da würde ich auch sagen, hier würden wir dann eher das auswürfeln. Also nehmen wir mal einen Würfel. Wäre er nur lüstern, dann könnte man natürlich direkt das oberste auswählen. Wäre er nur schüchtern, könnte man das untere auswählen. Aber da müssten wir das erstmal auswürfeln. 1 bis 3 das obere, 4 bis 6 das untere.
Es ist eine 2. Wir bezirren sie mal. Okay. Ich besuchte das Gemach von Bogner und wir trieben es ordentlich. Es ist gut, Graf zu sein. Okay. Und sie ist unsere Schwiegertochter, denn sie ist mit unserem Sohn verheiratet. Okay. Das ist auch mal eine, ja, merkwürdige Familienkonstellation, aber gut. Wenn er es für richtig hält, dann hat er schon seine Beweggründe. Denn unser Graf Gerold, der Dritte, der ist ja unfehlbar. Okay, momentan sieht es nur hier in diesem Krieg gut aus. Sind wir auch nur so dabei. Da sind wir in so vielen Kriegen dabei, aber lohnt es sich gar nicht, unsere Truppen da auszuheben. Schaut mal hier, die Revolte, die ist direkt da, die würde direkt unsere Armee platt machen. Wir können uns auch nicht mit denen hier verbinden, die laufen dann uns wieder zu schnell weg. Hier haben wir 6000. Was ist denn das? Von der Westfränkischen Revolte, ja, die wo hier 35% haben. Okay. Eieiei. Schon ein bisschen. Thala, Geroldon weiß von meiner Affäre mit Prinzessin Bogner. Er weiß nun, dass sie von mir schwanger ist. Oh. Ja, wie peinlich. Ja. Unser eigener Sohn, der hält jetzt nichts mehr von uns. Ja, das ist klar. Und er hat Syphilis. Und er ist krank. Ja gut, ist klar. Okay. Und sie ist jetzt schwanger. Und das Kind von ihr ist von uns. Wow. Ja, merkwürdige Familienkonstellation. Aber so ist das nun mal gewesen in der damaligen Zeit. Da waren solche Sachen ja auch nicht gerade unüblich gewesen. In der heutigen Zeit natürlich undenkbar. Okay. Wir können ja mal schauen, ob wir vielleicht mal wieder was ausbauen. Spricht da irgendwas dagegen? Eigentlich nicht. Okay, dann schauen wir mal. Wir könnten unsere Burg erstmal wieder ausbauen. Wir könnten mal hier... was könnten wir machen? Eine Kaserne. Damit könnten wir unsere Armee ein bisschen stärken. Ich denke, das passt ganz gut. So. Ist er hier schon richtig eingestellt? So, er soll mal bitte hier die Bauaufsicht übernehmen. Dann wird das ein bisschen verkürzt. Hätten wir vielleicht vorher einstellen können, aber gut. Wir haben uns da spontan entschieden. Okay, wir haben ein Kind bekommen mit der Prinzessin Bogner. Sie möchte sie gerne Lyudmila nennen. Okay, sie ist ein Bastard unserer Dynastie. Wir sind tapfer, lüstern, ehrgeizig, schüchtern, gütig und stolz. Also ich meine mal so, ein stolzer Charakter würde natürlich einen Bastard ablehnen. Der will am besten eher nichts mit Bastarden zu tun haben, sage ich mal so. Aber ein gütiger Mensch ist da jetzt auch wieder ein bisschen anders. Der würde da, denke ich, auch ein bisschen sein Herz zeigen und dann sagen, okay, zwar ist sie nicht legitimiert, aber immerhin ist sie seine Tochter. Ich denke, wir werden das auswürfeln, wie wir uns da verhalten. Das hat nämlich auch Einfluss auf die Namensgebung, denke ich. 1 bis 3 bedeutet, wir sind eher stolz in dieser Frage. 4 bis 6, wir sind gütig. Eine 3, das heißt, wir sind stolz. Das heißt, uns interessiert das nicht, wie das Kind genannt wird. Wir werden uns auch nicht darum kümmern, ja. Es scheint, dass meine Liebesabenteuer zu einem Kind geführt haben. Lyudmila ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, wir werden das Kind denunzieren. Denke ich mal. Oder? Oder sollen wir das nochmal einzeln auswürfeln lassen? Also, gütig würde halt eben legitimieren, würde ich denke ich schon passen. Stolz halt eben denunzieren. Man müsste halt das in der... Er ist aber auch tapfer, also er muss sich auch nicht dafür schämen. Also er könnte sie auch als Kind anerkennen, aber halt nicht legitimieren. Ja, ich denke, der ist da schon ein bisschen stolz auf seine Eroberung, so ein bisschen.
wirklich viel damit mit dem Kind will er nicht zu tun haben, aber er wird sie anerkennen, denke ich. Okay, ich erkenne sie als mein Kind an. Okay. Das heißt, sie ist ein Bastard aus unserer Dynastie, allerdings nicht legitimiert, irgendwelche, ja, irgendwie erbberechtigt zu sein oder so. Okay. Ich denke, das ist eine gute Linie, die wir hier fahren. Also, es ist schon ein interessanter Charakter. Der ist schon ein bisschen stolz drauf, aber auch irgendwie denkt er sich so, ja, müssen wir halt schauen. Vielleicht entwickelt sich ja da noch irgendwie was draus, man weiß es nicht. Wir können ja mal schauen, gibt es irgendwelche Fraktionen, die interessant wären? Ja, hier will jemand unabhängig werden. Ja, wir haben nicht Angriffspakt, deswegen geht das gar nicht. Religion. Papst Stephanus, ja, der wird hoffentlich noch ein paar Jahre bei uns bleiben. Zirkel gibt es momentan nichts. Intrigen. Okay, unsere Nichte will unseren Cousin umbringen. Wir werden mal hier anfangen, dass sie das beenden soll. Möchte sie nicht. Okay, und hier ebenfalls nicht. Weil sie hatten wir doch schon mal drum gebeten, genau. Soll mal bitte damit aufhören, hier jemanden umbringen zu wollen. So, unsere Kaserne in Kyburg ist fertig. Okay. Unser Militär wird ausgebaut. So, wir können ja noch mal schauen, ob wir hier noch was machen können. Also, eine Burgbefestigung, denke ich, wäre auch in Ordnung. Das verstärkt noch mal ein bisschen unsere Provinz, unsere Grafschaft. Das denke ich auf jeden Fall mehr als notwendig. Wir brauchen da ja auch etwas, was worauf wir stolz sein können. Und ich denke, so eine gute Burgbefestigung ist schon etwas, wo man drauf stolz sein kann. Okay, Böhm hat hier was von Oberbayern bekommen. Jetzt ist Oberbayern nur noch Kempten, die fratizellig sind. Okay. Ja, Böhm wird ganz schön groß. Oh, was ist da passiert? Geroldonen ist gestorben. Unser Neffe, im Alter von 22, starb nach einer Zeit der Krankheit. Ja. Ist nicht so schön. Er war der Sohn unserer Schwester. Okay. Na, das kann schon mal passieren. Ist natürlich tragisch. Möchte nie jemand mitbekommen, aber manchmal passiert das halt eben. Es werden bald wieder... Bald wird unsere Tochter erwachsen. Unsere erste Tochter. Oh mein Gott. Der nächste, der gestorben ist, Jasper. Das ist der Vater von Geroldonen. Okay. Er war der Bruder des mittelfränkischen Königs, des ostfränkischen Königs und den ehemaligen westfränkischen König. Ja. Er ist an Pneumonie gestorben. Auch sehr, sehr jung. Okay. Unsere Burgbefestigung wurde gebaut. Sehr schön. Damit ist unsere Provinz noch stärker geworden. Okay. Gut. Na, hier sieht es nicht gut aus. 51%. Und noch ein Krieg ist dazu gekommen. Also, Lothringen hat hier Westfranken den Krieg erklärt, um einen Anspruch geltend zu machen. Welchen Anspruch war das? Anspruch auf Bordeaux. Ey, der ist aber mutig. So, was haben wir da? Kind ausbilden. Unsere Nichte, ja klar, kann er machen. Da haben wir nichts dagegen. Und was haben wir da?
Gerold Gerodon ist nicht mehr Teil des Kriegs Venezianisch-Serbischer Krieg um die Stadt von Veglia, da sein Lehnsherrn als Angreifer den Krieg Lothringischer Krieg um Manfreds Anspruch auf Bordeaux eingetreten ist. Okay. Interessant. So, Heirat arrangieren. Sie möchte gerne... Ah, sie ist wahrscheinlich jetzt volljährig geworden, genau. Sie ist ja Gräfin von Westfriesland. Das werden wir akzeptieren. Sehr schön. Und wir haben hier noch eine weitere Ausbildung. Und zwar unsere Tochter. Ja gut, das ist in Ordnung, denke ich. Das sind ja nur noch ein paar Jahre. Okay. Wir brauchen einen neuen Kämmerer. Ja, ich denke hier Lambert, der ist mehr als fähig. Unseren Halbbruder sollten wir ihn nehmen. Wir haben eine gute Meinung von ihm. Er ist zwar ein bisschen schlechter, 3 Punkte, aber er ist halt eben jemand aus unserer Dynastie und die werden normalerweise immer gerne bevorzugt. Hier wäre unser Cousin und hier unser Sohn, der uns nicht mehr leiden kann. Ja, ich denke, wir nehmen hier Alberich, unseren Halbbruder. Okay, der wird mal erstmal Steuern eintreiben. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Das heißt, beim einen Krieg sind wir jetzt draußen. Sehr viel. Schon wieder was ändern, okay, ja. Das wir gerne machen. Wir vertrauen ihm da schon, denke ich. Und Böhm führt hier weiter Krieg, wenn ich mich nicht täusche. Ne, die sind im Frieden, aber Sachsen hat hier halt eben noch Krieg. Agathe Geroldonen braucht jemanden. Ja, wie nehmen wir da? Wir nehmen mal hier ja, unsere Nichte. Warum nicht? Die wird das schon gut machen. Okay. Ja, wir führen erfolgreich unsere Belagerungsarmeen. Beziehungsweise das sind ja eher Befreiungsarmeen dann. Sollten wir auch bald geschafft haben. So, ein Kind von Emmelrich von Pommern und Ima Geroldonen ist geboren worden. Unsere Cousine hat eine Tochter bekommen. Ja, Ima kann, können sie sie gerne nennen, da werden wir uns nicht einmischen. Okay. Das ist, denke ich, in Ordnung. So eine Fessung könnten wir auch bauen. Na gut, ob das sich jetzt lohnen würde, weiß ich nicht. Haben wir sonst noch was? Da brauchen wir bessere Technologien, okay. Und Heilviva ist erwachsen geworden. Sehr schön, unsere Tochter. Sie ist ja schon verlobt mit den Prinzen von Westfranken. Da haben wir uns ja jemanden ausgesucht, wo ich denke, passend ist. Sie ist grausam, wohltätig, ehrgeizig, neidisch, ungeduldig. Sehr schön. Wann wird er hier erwachsen? Er ist ja der Nachfolger vom Westfränkischen Reich, wenn denn alles so bleibt. 25. März, also auch noch in diesem Jahr. Das werden wir auf jeden Fall hier noch kurz abwarten. Der Krieg ist bald vorbei. Werden die verlieren. Aber gut. Passiert halt manchmal. So, der Walachische Heiliger Krieg um Raška ist vorüber. König Slavak von Serbien gewann. Sehr schön. Und das werden wir natürlich akzeptieren. Wir sind in den nächsten Krieg eingetreten. Diesmal gegen Böhmen. Okay. Das dürfte dieser Krieg hier sein. Böhmische Eroberung von Österreich. Oh, da sind ganz schön viele beteiligt. So. Wir haben hier eine Heirat arrangieren, die wir akzeptieren werden. Sehr schön. Damit ist unsere Tochter jetzt verheiratet mit dem Nachfolger des Westfränkischen Reiches. Können wir hier nochmal nachschauen. Er ist nämlich der Sohn
des Königs, der jetzt unser Schwager ist. Ja, das ist, denke ich, ein guter Weg für unsere ehrgeizige Tochter, aber auch eine gute Möglichkeit, unsere Pläne umzusetzen. Und bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Crusader Kings 2 mit der Dynastie der Geroldonen. Das war's von eurem Krumpass Bambuso.